Verehrte Gäste, verehrte Medienvertreter, ich begrüße Sie mit tiefer Herzlichkeit und Liebe. Wir sind hier, um eine historisch wichtige Frohbotschaft für unser Land zu verkünden. Energie ist nicht nur die Grundlage für den Fortschritt, sie ist auch wichtig für die nationale Unabhängigkeit eines Landes. Die Verwirklichung der Zukunftsvisionen der Länder steht im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit im Energiesektor. All die weltweiten Konflikte, Krisen, Kriege und der Chaos der letzten 100 Jahre haben oft etwas mit Energie zu tun. Nur um die Erdgas- und Erdölfelder zu kontrollieren und sicherzustellen, wurde ein schreckliches Herrschaftssystem errichtet, das dafür bereit ist, Millionen von Menschenleben zu opfern. Dieses unmenschliche System, welches einen Tropfen Erdöl wertvoller betrachtet als das verflossene menschliche Blut, ist immer noch an der Macht und führt seine globale Herrschaft fort. Denkt darüber nach, was in den letzten Jahren in Syrien passiert ist. Während wir zu den bedürftigen und entrechteten Menschen gingen, sind andere direkt zu den Erdölfeldern gegangen, um sie unter ihre Kontrolle zu bringen. Mit derselben Situation wurden wir in Libyen konfrontiert. Während wir auf Einladung unserer libyschen Geschwister damit beschäftigt waren, sie vor den Putschisten zu schützen, tauchten andere plötzlich dort auf, wo sich die Erdölfelder befinden. So verbirgt sich auch hinter den unzähligen Spielchen, die im östlichen Mittelmeer stattfinden, in Wirklichkeit ein Kampf um die Verteilung der Energiereserven. Gott sei Dank haben wir unsere Prioritäten niemals verändert. Wir haben immer den Menschen in den Vordergrund gestellt. Wir haben immer die Freundschaft und Geschwisterlichkeit in den Vordergrund gestellt. Wir haben immer die Bedürftigen und die Entrechteten in den Vordergrund gestellt. Wir haben immer das Recht und die Gerechtigkeit in den Vordergrund gestellt. Dafür haben wir die Menschlichkeit in uns bewahrt und sie das Erdöl, mag sein. So hat mein Herr uns nun eine Tür geöffnet an einem ganz anderen Ort und mit einem Reichtum, der bisher nicht gesehen wurde. Morgen werden ähnliche Türen an anderen Orten vor uns geöffnet werden. Denn jetzt gibt es eine Türkei, die in diesem Gebiet in die höchste Liga aufgestiegen ist. Es war sicher nicht einfach, hierher zu kommen, wo wir heute stehen. In den vergangenen Jahren davor wurde in unserem Land die Suche nach Erdöl und Erdgas durch Anmietung praktiziert. Besonders bei den Testbohrungen bei tiefer See waren wir komplett vom Ausland abhängig. Nach Hunderten von Millionen, die wir für die Testbohrungen ausgaben, bekamen wir nichts außer einen Bericht in die Hand, der aus ein paar Seiten Papier bestand. Wir wollen niemanden zu Unrecht beschuldigen. Vielleicht hatten sie tatsächlich gesucht, aber sie haben nichts gefunden. Am Ende haben wir gesehen, dass wir so nicht weiterkommen. Solche Arbeiten können nicht durch Anmietung oder ähnliche Methoden getätigt werden. Deshalb haben wir beschlossen, dies über unsere nationalen Einrichtungen selber durchzuführen. Madenpolitik 2017 haben wir die Energie- und Ressourcenpolitik unseres Landes neu aufgestellt. Unser damaliger Energieminister Berat Albayrak und sein Nachfolger Fatih Dönmez haben diese Politik gemeinsam mit ihren Teams entschlossen und gewissenhaft umgesetzt. In diesem Rahmen haben wir nach Möglichkeiten gesucht, um die Tiefseebohrungen selber machen zu können. Danach haben wir 3 Bohrschiffe unserer Flotte angeschlossen. Neben dem Bohrschiff Fatih, das uns unsere heutige Freude ermöglicht hat, gehören wir mit unseren Bohrschiffen Yavuz und Kanuni zu den führenden Nationen weltweit. Ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa,
Zusätzlich dazu haben wir unsere Flotte mit unseren Explorationsschiffen Barbarossa und Oruç Reis gestärkt. Die drei Bohrschiffe und die beiden Explorationsschiffe gehören unserem Land und arbeiten ausschließlich mit unserem eigenen Personal. Die Kosten für die Bohrarbeiten, die wir selber durchführen, sind dadurch weit unter dem weltweiten Kostenniveau. Bei unseren Testbohrungen und unseren seismischen Forschungen sind wir in keinster Weise vom Ausland abhängig. Wenn es nicht so wäre, würden sie uns nicht einmal atmen lassen. Das steht fest. Diesen Erfolg haben wir erreicht, weil wir uns mit einheimischen und nationalen Möglichkeiten auf den Weg gemacht haben. Meine verehrte Nation, damit wir die Freude gemeinsam erleben können, möchte ich nun die frohe Botschaft mit euch teilen. Türkiye, tarihinin die Türkei hat die größten Erdgasreserven in ihrer Geschichte im Schwarzen Meer entdeckt. Fatih, sondaj gemimiz 20 Temmuz. Unser Bohrschiff Fatih hat am 20. Juli mit den Testbohrungen im Bohrgebiet Tuna 1 begonnen und Gott sei Dank wurden dabei 320 Milliarden Kubikmeter Erdgas entdeckt. Doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Ich erinnere mich, wie ich das Bohrschiff vom Bosporus aus verabschiedet hatte. Gott sei Dank wurde nun die Entdeckung gemacht. Keşfede ulaşmış olduk. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde im Jahrestag der Eroberung Istanbuls haben wir unser Bohrschiff Fatih in das Schwarze Meer verabschiedet. Er war seinem Namen würdig und hat uns alle mit diesem Erfolg stolz gemacht. Dank gebührt Gott. Daha önce Tuna 1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya. In diesem Gebiet, das vorher als Tuna 1 bezeichnet wurde und welches wir jetzt Sakarya Erdgasgebiet nennen, wurden alle notwendigen Tests und Analysen abgeschlossen. Tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler. Die Ergebnisse aus dieser Testbohrung deuten darauf hin, dass mit großer Wahrscheinlichkeit mit weiteren Erdgasfunden zu rechnen ist. Das bedeutet, dass die Erdgasreserven in dieser ersten Bohrung nur ein Teil einer noch größeren Reserve sind. So Gott will, werden in kürzester Zeit weitere folgen. Wir danken unserem Herrn, dass wir und unser Volk diesen Tag erleben dürfen. Als ein Land, das seit Jahren unter der Abhängigkeit ausländischer Energiequellen leidet, glauben wir, dass wir nun in die Zukunft noch sicherer schauen werden. Diese Operation haben wir ausschließlich mit unseren nationalen Möglichkeiten durchgeführt. Jetzt werden wir die Umsetzungskonzepte festlegen und mit der Fertigung der Bohrinsel beginnen. Indem wir mit der Förderung dieses Erdgases beginnen, werden wir anfangen, direkten Nutzen aus dieser Quelle zu ziehen. Jetzt nenne ich das Ziel. Unser Ziel ist es, dass wir im Jahre 2023 dieses Erdgas aus dem Schwarzen Meer unserem Volk zur Verfügung stellen. Böylece bunca yıl sabırla adeta ilmik ilmik dokuyarak yürüttüğümüz çalışmaların somit ernten wir die erste und die größte Frucht als Ergebnis unserer geduldigen Arbeit der letzten Jahre.
Durch unsere Bohrschiffe Fatih und Yavuz haben wir im Mittelmeer und im Schwarzen Meer bis heute 9 Tiefseebohrungen vorgenommen. Schließlich wurde uns bei der letzten dieser Bohrungen die Ehre zuteil, unserem Volk diese langersehnte frohe Botschaft verkünden zu dürfen. So Gott will, erwarten wir eine ähnliche frohe Botschaft auch aus dem Mittelmeer. Unser weiteres Bohrschiff Kanuni, das sich momentan in der Wartung befindet, wird bis Ende des Jahres hinzukommen. Dann werden wir unsere Aktivitäten im Mittelmeer beschleunigen. Es gibt eine schöne Redewendung, die man für die Entdeckungen angewendet hat. Dieses Zitat möchte ich jetzt für unsere Bohraktivität anwenden. Nicht jeder, der sucht, findet auch, aber alle, die fanden, haben vorher gesucht. Ja, und wir werden suchen, und so Gott will, werden wir finden. Mit dem Erdgasgebiet Sakarya haben wir in Gottes Namen begonnen, und mit Gottes Hilfe werden weitere folgen. Der Präsident zitiert jetzt aus einem Gedicht. Sakarya, du reines Kind des unschuldigen Anatoliens, nun sind nur wir beide übrig als Verrückte auf dem Weg Gottes. Wir sind die Verrückten dieses Weges. So Gott will, werden wir auch hier das Ziel erreichen. Nicht nur auf den Meeren, wir führen auch die Suche auf dem Festland noch intensiver und bewusster durch. Wir erhöhen auch unsere Bohrlizenzen in anderen Ländern. Mein verehrtes Volk, wir sind entschlossen, das Energieproblem unseres Landes von Grund auf zu lösen. Die Türkei ist ein Land, welches jahrelang darunter gelitten und Opfer bezahlt hat. Der Grund für unser Außenfinanzdefizit war immer der Energieimport. Auch wenn wir durch einheimische, erneuerbare Energien gute Wege gegangen sind, sind wir doch in Sachen Energie noch ernsthaft auf Importe angewiesen. Ist dies nicht der Hauptgrund unseres Außenfinanzdefizites? Ja. Wir werden so lange unsere Suche auf den Meeren und auf dem Festland intensivieren, bis wir das Ziel erreichen und zu einer Exportnation von Energie werden. Vorher gibt es für uns kein Ausruhen. Während wir einerseits uns den konventionellen Energiequellen zuwenden, werden wir auch unsere Investitionen in Zukunftstechnologien fortsetzen, wie etwa in die Elektromobilität. Ohne zu vergessen, dass jede Quelle die Ergänzung einer anderen ist, sind wir entschlossen, uns in allen Bereichen zu engagieren. Die Türkei hat die Stärke, das Bewusstsein und die Ressourcen, auf den eigenen Beinen zu stehen, ohne dabei im Schatten von jemand anderem Schutz suchen zu müssen. Ve kaynağa sahiptir. Kimsenin hakkına ohne ein Auge auf das Recht eines anderen geworfen zu haben, aber gleichzeitig ohne es zuzulassen, dass jemand anderes uns unser Recht wegnimmt, werden wir weiterhin unsere Ziele verfolgen. Alle, die sich uns auf den Weg stellen, zuallererst Griechenland, wissen sehr wohl, dass wir im Recht sind. Besonders die Europäische Union versucht, Griechenland auf uns aufzuhetzen und legt dabei eine Doppelmoral zutage. Sie hintergeht dabei ihre eigenen Werte, die sie als Union vertritt und die diese Einheit zusammenhalten. Es sollte nicht vergessen werden, dass diese absolut schwachsinnigen Landkarten, die überhaupt keine Bedeutung haben, morgen oder übermorgen den größten Schaden der Europäischen Union selbst anrichten werden. Nur weil es der Türkei schadet, lassen sich einige zu Dingen verleiten, die im Widerspruch zu den eigenen Richtlinien stehen. Damit rettet man Griechenland nicht, aber es wird dem bereits angekratzten Ansehen der EU erheblichen Schaden zufügen. Jene, die nicht sehen wollen, dass die Türkei in dieser Angelegenheit entschlossen ist und wenn es sein muss, bereit ist, den Preis dafür zu zahlen und auch anderen zahlen zu lassen, werden ihre Antworten sowohl auf dem Feld als auch am Tisch erhalten. Nach dem Erdgasfund im Gebiet Sakarya glauben wir, dass uns eine noch hellere Zukunft bevorsteht. Heute überlassen wir unseren kommenden Generationen ein wichtiges Erbe. Für das Wohl unserer Nation werden wir weiterhin Tag und Nacht arbeiten. Möge mein Herr unser Freund und Helfer sein. Möge mein Herr unseren Weg und unsere Bestimmung freimachen. Bir kez daha
Ich wünsche, dass dieser Erdgas Fund Gutes für unser Land und unser Volk und unsere Region bringen möge. Ich bete zu meinem Herrn, dass die Einnahmen, die wir hierdurch erhalten werden, unserem Volk, allen unseren Freunden, die ihre Hoffnung an uns verknüpfen und für die gesamte Menschheit nur Gutes bringen mag.